Herzlich willkommen zu einer kurzen und knappen Folge von Trading to Millions. Heute möchten wir einmal ganz kurz über die aktuelle Marktsituation sprechen. Eigentlich wollte ich eigentlich heute das Team of the Season Video rausbringen. Allerdings ist der Markt jetzt so durcheinander gewürfelt, dass es da schon wieder ziemlich schwierig ist, momentan zu investieren. Deswegen ist es auch eigentlich relativ unnötig, das Video rauszubringen. Aber ich werde, sobald man da richtig investieren kann, euch ein Video rausbringen, sollte das überhaupt noch der Fall sein. Wenn ihr Ideen habt, was oder wie man investieren kann und wirklich aktuell die Preise da sehr günstig sind, schreibt es einfach in die Kommentare, können wir zusammen auch mal drüber überlegen, was man so machen kann. Auf jeden Fall habe ich euch ja schon in den Streams gesagt, verkauft eure Spieler und eigentlich wollte ich das im Video jetzt hier auch nochmal nennen. Allerdings ist es eben jetzt so, die Spieler sind überwiegend nichts mehr wert. Und woran liegt das? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass es daran liegt, dass das Team of the Season kommt, dass die Spieler so stark, nämlich so plötzlich gesunken sind, weil ganz viele Spezialkarten sind jetzt von jetzt auf gleich wirklich ursprünglich sehr stark gesunken. Ich war, glaube ich, den Tag davor noch an der PlayStation, da waren meine Spieler, hatten alle noch ziemliche Normalwerte, also waren noch ziemlich gleich viel wert wie vorher und jetzt auf einmal plötzlich waren teilweise Spieler noch die Hälfte wert und ich gehe einmal bei mir noch auf die Spieler drauf. Zeige euch mal ganz kurz hier zum Beispiel meinen Higuain. Da hatte ich die Möglichkeit, diesen Spieler noch für 530.000 Coins zu verkaufen, als er zwei Tore geschossen hatte. Und ich habe überlegen war, soll ich ihn jetzt einfach verkaufen, sicher für 530.000, oder soll ich warten, bis er eine Team der Woche Karte bekommt und dann vielleicht noch stärker steigt, weil wenn er eine bekommt, ist es eine 85er, wird es eine 85er Karte, weil er eine 84er Man of the Match Karte hat. 445.000 haben wir bezahlt für ihn. Er war immer auf etwa 500.000 Coins. Und jetzt guckt euch mal an, was auf einmal passiert ist. Dieser Spieler ist, gestern war er sogar auf 270.000 Coins, jetzt ist er wieder auf 300.000 Coins, auf 290.000 Coins. Also hier sind natürlich ein paar Spieler, die sind da zu teuer angeboten. Zuletzt ein bisschen. Auf jeden Fall ist der Preis so bei um die 300.000 Coins. Das ist so das Maximum, was man wahrscheinlich bei ihm noch rausbekommt. Und das ist schon sehr kurios, meiner Meinung nach. Und zwar gibt es zwar SBCs, die dafür mitverantwortlich sind, aber mich wundert die Sache wirklich sehr. Es kann tatsächlich durchaus sein, dass es wegen den SBCs ist, aber für mich ist das noch ziemlich schwer vorstellbar. Dann haben wir hier noch einen Thiago Alcantara, der ist natürlich jetzt gesunken, weil er so eine Spezialkarte da bekommen hat. Da wollte ich auch kurz davor den noch verkaufen für 150.000 Coins. Jetzt ist auch er nur noch die Hälfte wert. Da haben wir auch ja, eine ziemlich blöde Situation gehabt. Draxler war auch noch bei 120.000 Coins, hatten wir damals auch für 160.000 Coins gekauft. Der ist jetzt auf 80.000 Coins, glaube ich. Ja, hier seht ihr 89.000, habt ihr da schon gesehen. Da sind auch verdammt viele Spieler auf dem Markt. Auf jeden Fall, die Spielerpreise sind extrem runtergegangen. Und da machen wir mit vielen Spielern Verlust, bis diese 84er-Karten hier kommen. Das sind jetzt Spieler, die durch die SBCs nämlich mehr wert sind. 84er-Informs, die ihr so relativ günstig bekommt mit meinem Pux für 15.500 habe ich gekauft. Der ist über 20.000 Coins wert. Also die 84er, die ihr zum Abschlusspreis bekommen habt, 85er, 86er, die wirklich sehr günstig war, könnt ihr jetzt so langsam verkaufen, während diese SBCs noch sind. Ich zeige euch die SBCs auch gleich nochmal, damit ihr genau wisst, worum es da geht. Diese Spielerpreise sind auf jeden Fall gestiegen, genauso wie alle Spieler, die sonst um den Abschlusspreis da waren, an Informspieler sind natürlich alle ziemlich viel wert durch eben die SBCs, wo ich euch auch schon mal ein Video rausgebracht habe, wo wir schon sehr viele Coins mitgemacht haben und tatsächlich, es ist eben auch so gewesen, wie auch ein Abonnent geschrieben hat, die Spiele habe ich wahrscheinlich zu früh gekauft, weil ich habe da teilweise, also für die Hälfte meiner Spieler habe ich 6.000, glaube ich, Profit gemacht und jetzt würde man wahrscheinlich schon so über 10.000 Coins machen, also da habe ich tatsächlich sehr viel verschenkt, Gott sei Dank habe ich aber nur die Hälfte erstmal verkauft und habe da noch einiges dann hinterher verkauft. Dann habe ich mir einen Memphis Depay, den habe ich mir ja gestern gekauft, weil der für 120.000 Coins da zu haben war, 126.000, ihr müsstet eigentlich wissen, guckt euch die Werte vom Spieler an, der ist eigentlich nie im Leben 126.000 Coins wert, wenn man solche Werte dort hat und eine Once-to-Watch-Karte ist, wo man jederzeit nochmal hochgehen kann, dann ein Gabbiadini, auch auf einmal extrem gesunken, mit dem kam ich auch immer 0 auf 0 raus, sonst hätte ich diese Spieler natürlich auch verkauft, wenn ich schon sehe, oh, die könnten jetzt bald sinken, aber hier, der ist bei 50.000, vielleicht, ja, wahrscheinlich sogar noch bei 40.000, also da haben wir auch wieder Verlust gemacht und das ist eine Sache, die ich nicht ganz nachvollziehen will, aber wir gehen jetzt gleich mal auf die SBC, sogar in der Nähe hier, der ist auch plötzlich von 80.000 auf
ja, 435.000 Coins runter. Also Dembélé 180.000 Coins runtergegangen von 300.000, auch obwohl er sein Upgrade bekommen hat, sein 5-Sterne-Skill-Move jetzt hat, ist er sehr günstig zu haben. Und wir gehen jetzt einmal ganz kurz hier drauf. Und dann seht ihr, es gibt natürlich noch diese SBC, die wir dort schon hatten, aber es gibt hier eine ganz neue SBC. Und zwar ist das diese Dele Alli als Nachwuchsspieler der Premier League gewählt worden. Da gab es eine SBC zu ihm und zu einem Kanté, der eine Spieler des Jahres SBC bekommen hat. Was für mich sehr merkwürdig ist, also einmal, ich kann mir vorstellen, viele wollen diese SBC vielleicht machen, aber ich kann mir auch vorstellen, viele sehen, die SBC ist ziemlich teuer und machen sie deswegen nicht. Und wenn ich mir die Sache so angucke, ich verstehe nicht, warum die Spielerpreise von den teureren Spielern alle sehr stark gesunken sind. Und die Spieler, die man aber hier braucht, die Team der Woche Spieler sind natürlich gestiegen, aber nicht so stark, wie ich es mir vorstellen könnte, wenn viele wirklich die SBC machen. Und was mich wundert, diese Spieler im Blickpunkt sind auch nicht gestiegen. Also mein Torhüter vom AS Rom, den Brasilianer, dieser Abstoß Once-to-Watch Spieler, der ist ein bisschen gestiegen, aber die anderen sind tatsächlich auch alle ein bisschen runtergegangen oder bleiben beim Abschlusspreis. Sie sind wirklich nicht gestiegen. Das wundert mich da schon sehr und deswegen ist es für mich sehr, sehr fraglich und deswegen auch von mir aus so die Frage an euch: Habt ihr da Informationen? Wisst ihr, warum der Markt momentan so ganz kurios ist? Natürlich, es haben diese SBCs auf jeden Fall einen großen Anteil daran, auf jeden Fall zumindest mal, dass die Abschlussinforms natürlich weiter oben sind, teurer geworden sind und man damit Gewinn macht, liegt ganz klar an den SBCs. Aber mit den Once-to-Watch-Karten finde ich das sehr merkwürdig und teilweise viele teure Informs sind so stark gesunken, was ja, mich irgendwie verwundert, weil eben die Once-to-Watch-Karten sonst hätten viel stärker steigen müssen, die günstigen Once-to-Watch-Karten, weil wenn die teuren Spieler nach unten gehen, liegt das ja daran, dass viele ihre Spieler verkaufen, deswegen geht der Preis natürlich nach unten, Angebot, Nachfrage. Allerdings müssten dann die Once-to-Watch-Karten auch stark nach oben gehen, weil wenn viele ihre Spieler verkaufen, um die SBC zu machen, müssen auch viele die Once-to-Watch-Karten kaufen und dann müsste der Preis viel stärker steigen. Und das, ja, das trifft noch nicht ganz überein. Das ist eigentlich nicht so, wie das, also nicht so ausgeglichen, wie das sein sollte. Und meiner Meinung nach ist es ein sehr kurioser Markt aktuell. Und deswegen, ich wollte das Video mal rausbringen, mit euch vielleicht mal drüber reden. Vielleicht habt ihr Ideen, vielleicht wisst ihr, woran das liegt. Habe ich gerade gesehen, ach, hier braucht man tatsächlich 8. Ah, okay, das hier habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Leicester City Team. Oh, da muss ich mich gleich auch mal nochmal da mal ein bisschen schlau machen. Habe gar nicht gesehen, dass man hier tatsächlich 8 SBCs abschließen muss, für den Spieler zu bekommen. Okay, also die ist wirklich verdammt teuer, die SBC hier. Ja, das war es auf jeden Fall dazu. Jetzt will ich mich auf jeden Fall schon mal für die 500 Abonnenten bedanken. Vielen, vielen Dank dafür. Ich ja, bin sehr stolz, sehr froh, dass wir 500 Abonnenten geknackt haben. Es war natürlich jetzt so, dass es momentan ziemlich lange am Ende gedauert hat, bis wir die nächsten Abonnenten bekommen haben. Aber momentan ist natürlich auch jetzt nicht so die Hochphase für FIFA. Und da hatten wir natürlich am Anfang eine Phase, wo es sehr, sehr schnell nach oben ging. Und deswegen auch für mich jetzt als ganz, also für mich, ich bin meiner Meinung nach ja noch ein ziemlich neuer YouTuber. Und für mich ist das ja schon ein ziemlich großer Erfolg. Und ich hoffe, wir werden weiter fleißig. Ja, so viel Spaß haben wie bis jetzt und es läuft hoffentlich so weiter wie aktuell. Ich hoffe, ihr bleibt alle immer noch weiter dabei und wir werden dieses Jahr hier erstmal schön, ja, gemütlich würde ich sagen, erstmal so über die Bühne bringen. Und dann freue ich mich sehr auf FIFA 18, weil da habe ich schon ordentlich was vor. Also da habe ich schon richtig gute Ideen. Da werden wir komplett von Anfang an das Traden angehen. Da hoffe ich, dass jeder von euch es auch schafft, relativ schnell die 1 Million Coins zu machen. Also wenn ich jetzt mal überlege, an die letzten 2 Wochen habe ich in 2 Wochen tatsächlich 1 Million Coins gemacht. Das war natürlich jetzt nochmal eine richtig tolle Phase. Leider haben wir jetzt wieder viele Spieler, die wirklich viel weniger wert sind, wo wir wieder große Verluste vielleicht machen. Aber im Endeffekt gleicht sich das etwa aus und wir haben im Endeffekt eigentlich wieder mehr Gewinn als Verlust, denke ich mal, gemacht. Aber auf jeden Fall wollte ich mich einmal sehr herzlich nochmal bedanken dafür. Es wird auf jeden Fall noch eine Spezialfolge rauskommen. Die ist auch schon in Bearbeitung. Die hatte ich eigentlich schon vor einiger Zeit angefangen zu machen. Muss natürlich jetzt mal nochmal versuchen, das zu Ende zu bringen. Das sind so die besten Transfer, die besten Deals, die wir bei FIFA 8, FIFA 17 so gemacht haben. Ja, freue ich mich sehr drauf, wenn das fertig ist. Dann hatte ich ja noch ein Gewinnspiel, was zu den 500 Abonnenten geschlossen wurde, beziehungsweise jetzt aufgelöst wird. Also Florian Plasser hatte das Team, was euch dort am meisten gefallen hat. Und deswegen gewinnt Florian Plasser auch die 20 Euro PSN-Guthaben. Aber wir sind da über
Instagram sowieso öfters und im Kontakt, deswegen werde ich ihm auch jetzt einfach mal eine Nachricht schicken und dann wird er das auch sehen und dann werden wir das so, ja, mit den 20 Euro über Instagram klären. Das müsste kein Problem sein. Ansonsten war es das, glaube ich, schon vom Video. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. So, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Heute wird es keinen Stream geben, muss ich noch dazu sagen, habe leider keine Zeit dafür. Hoffe, dass wir demnächst nochmal einen machen werden und dann freue ich mich bis zum nächsten Mal und ciao.